Tag zusammen. Nachdem unser erstes Video mit den Chancen und den Möglichkeiten des KI-Chatbots von OpenAI beschäftigt haben, möchte ich jetzt in diesem Video mal herausfinden, was so die Grenzen des Chatbots sind, vielleicht auch die Risiken. Denn bei manchen Antworten oder auch Rechnungen, die er macht, stellt man fest, dass er doch recht einen Fehler macht. Auch bei Texten, die er schreibt, die wirken zwar sehr plausibel, aber bei genauerer Prüfung stellt man fest, dass die entweder sehr oberflächlich sind oder auch einfach falsch sind. Und das birgt natürlich Gefahren für diejenigen, die den Chatbot auf der einen Seite anwenden, aber auch die dann diese Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, ob das jetzt Nachrichtentexte sind oder Pressemitteilungen oder jetzt im Rahmen von Studium und Lehre, dass das als Seminararbeit eingereicht wird. Denn ja, das ist wissenschaftlich fragwürdig, was der Chatbot produziert. Das wollen wir uns mal angucken anhand ein paar Beispiele. Ich habe wieder drei Beispiele vorbereitet. Ein Beispiel sehen wir jetzt hier. Der Chatbot soll jetzt mal uns erklären, wie man die Leistung einer Windenergieanlage berechnet, wenn man den Rotordurchmesser kennt und die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe. Das heißt also, wie schnell weht der Wind oder wie hoch ist die Windgeschwindigkeit auf der Höhe des Turms oder des Generators. Die Formel, die er uns jetzt angibt, ist richtig. Also ein halb Rho A mal V hoch 3. Das stimmt soweit. Was da noch fehlt, ist der Leistungsbeiwert, also unser Wirkungsgrad, den man ergänzen müsste. Aber soweit ist die Formel erstmal richtig. Er gibt sie auch korrekt an. Also das soweit in Ordnung. Erklärt es auch. Also alles gut. Jetzt gucken wir uns mal ein Rechenbeispiel an, was jetzt nicht sonderlich kompliziert ist, was jetzt im Rahmen von einem Studium der Energietechnik typisch ist. Also wir möchten jetzt, dass er den Energieertrag der Windenergieanlage berechnet in Kilowattstunden. Wir haben einen Rotordurchmesser von 100 Metern, haben jetzt noch eine Dichte, geben wir jetzt in dem Fall mal die Dichte als Rho an. Er hat jetzt hier auch den Durchmesser mit Groß D angegeben, übernehmen wir das auch, den Leistungsbeiwert lassen wir mal weg. Und jetzt haben wir hier noch eine Liste mit vier Stunden und der jeweiligen Windgeschwindigkeit gegeben. Also um 0 Uhr ist die Windgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde, um 1 Uhr 6, um 2 Uhr 4 und um 3 Uhr 8 Meter pro Sekunde. Und er soll jetzt bitte den Energieertrag berechnen. Schauen wir mal, was er macht. Also eigentlich keine schwere Aufgabe. Da würde man erwarten, dass er da uns helfen kann, wenn wir das jetzt im Rahmen der Vorlesung uns mal erklären lassen wollen, was da das Thema war. Also er berechnet jetzt erstmal die Fläche, das macht er richtig, also wir haben 100 Meter Rotordurchmesser, also 50 Meter Länge eines Flügels, das sind dann 7853 Quadratmeter. So, jetzt fängt er an zu rechnen und bestimmt die Leistung jeweils zu den vier Zeitschritten. Das sieht auch erstmal plausibel aus. Jetzt erklärt er uns, wie er die Energie rechnen muss. Der Rechenweg ist auch richtig. Aber jetzt testen wir mal, also auch der Rechenweg soweit richtig. Aber jetzt gucken wir mal, ob er richtig gerechnet hat. Also wir geben das mal ein, also 1,5. Mal, dann haben wir 1,293, das ist ja die Dichte der Luft, mal 7853,98, das ist die Fläche, mal 5 hoch 3 und stellen fest, er hat uns eine Leistung von 107 Kilowatt angegeben oder 107.000 Watt. Tatsächlich sind es aber 635 Kilowatt, also er hat sich da deutlich verrechnet. Das Problem haben wir im ersten Video auch schon mal gesehen, dass er da manchmal sich verrechnet. Also weisen wir mal darauf hin und sagen, also die Berechnung der Leistung ist nicht korrekt. Gehen wir an, P0C3 ist nicht korrekt. Du hast Rechenfehler gemacht. Sagen wir mal, er soll die bitte mal korrigieren. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Er entschuldigt sich ganz brav. Also jetzt überprüft er die und fängt jetzt nochmal von vorne an.
Erklärt jetzt wieder alles von vorne, also Rot und ich muss ein Meter umrechnen, das ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt können wir die Anlage für jede Stunde berechnen, auch das ist soweit in Ordnung. Jetzt gibt er uns wieder die Formel an und es kommt das gleiche Ergebnis raus. Was heißt das jetzt? Das heißt an der Stelle, dass er zwar vom Vorgehen gelernt hat, dass er weiß, was er tun soll, aber rechnen kann er nicht. Und das ist jetzt ja keine schwere Aufgabe, die er hier zu erfüllen hat, sondern das ist eine Standardaufgabe aus der Energietechnik oder auch aus der Physik. Das ist jetzt ja keine komplizierte Rechenvorschrift. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn man sich jetzt als jemand, der diese Frage hat, darauf verlässt, dass die Rechnung richtig ist. Aber wir müssen tatsächlich jede Rechnung, die jetzt da gemacht worden ist, prüfen, hinterfragen. Die ist so einfach falsch. Und wenn man jetzt als Studentin, als Student das jetzt nehmen würde, Übungsaufgabe im Rahmen einer Vorlesung zur Windenergie und man würde das Ergebnis so nehmen und sich denkt, ach, ich mache die Welt einfach, dann ist das einfach falsch. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn man sich dort also Unterstützung holt von diesem Chatbot und dann feststellt, dass das einfach ja, in die falsche Richtung geht. Machen wir ein anderes Beispiel. Der Chatbot kann ja auch Texte schreiben. Das soll er jetzt mal machen. Also wir möchten ganz gerne ein wissenschaftliches Essay haben von ihm zum Thema Windenergie in Waldgebieten. Er soll das diskutieren, die Vorteile, die Nachteile darstellen. Er soll die wissenschaftlichen Quellen mit den URLs im Text angeben, die er verwendet hat. Und das gebe ich ihm jetzt auch mit. Er soll halt davon ausgehen, dass er selber das als Wissenschaftler verfasst. Jetzt gucken wir mal nach, was er macht. Und wie man jetzt sieht, also er schreibt es flüssig runter, klingt soweit auch ganz in Ordnung, ist jetzt sicherlich keine hochwissenschaftliche Sprache, ist jetzt auch nicht umgangssprachlich, aber ich würde es mal sagen, von einem Studierenden der Energietechnik vielleicht in einem höheren Semester würde ich jetzt eine etwas wissenschaftlichere Sprache erwarten. Er gibt uns jetzt auch Quellen an. Mit Link, das ist schon mal ganz gut, ne, das gehört ja auch dazu. Jetzt ist der Forstwirtschaftsrat natürlich keine wissenschaftliche Quelle. Also erstmal per se, da müssen wir natürlich gucken, dass das ein Problem ist. Das Bundesamt für Naturschutz, das ist also wissenschaftlich, man erkennt jetzt keine Paper, aber das könnte man schon nehmen. Als Bundesamt ist es eine seriöse Quelle, die dort zitiert werden kann. Inhaltlich, ja, ist es soweit in Ordnung, will ich mal sagen. Es ist aber eher oberflächlich. Er bricht jetzt hier ab. Das können wir fortsetzen, indem wir sagen, er soll mit Continue weitermachen. Dann setzt er da fort, wo er dann abgebrochen hat. Ja, und das ist jetzt aber eher ein allgemeiner Text, den er da verfasst. Das hat jetzt nichts konkret mit der Windenergie zu tun, die im Wald ist. Man sieht halt an den Quellen, wo er, also wie er gelernt hat, also welche Daten er bereitgestellt bekommen hat, der Chatbot, um Dinge zu lernen. Also Dokumente vom Bundestag. Das ist ein Text von 2017. Ne? Das ist schon. Aber thematisch passt es. Wir werden das jetzt gleich mal prüfen, ob das soweit in Ordnung ist. Jetzt wirkt dieses Essay erstmal, ja, also in Ordnung. Kommt man, glaube ich, durch, wenn das jetzt die Aufgabenstellung ist, das jetzt als kleine Seminararbeit an der Hochschule, vielleicht auch an der Schule tatsächlich, sowas zu schreiben, dann ist das erstmal in Ordnung. Und jetzt machen wir mal Folgendes, und das macht jeder Lehrende, jeder Prof. Wir prüfen die Quellen und gucken uns mal an, was passiert. Also, die wollen wir jetzt mal wollen wir jetzt mal uns angucken, der Forstwirtschaftsrat. Die gibt es überhaupt nicht. Also, da wird man jetzt als Dozent schon mal ein Fragezeichen machen. Da haben wir hier das Bundesamt für Naturschutz. Da hat er hier ein PDF zitiert. So, gucken wir uns das mal an, was er da hat. Hoppla, gibt es überhaupt nicht die Seite. Und dann, ne, wo wir gerade dabei sind, die dritte Quelle bitte, der Deutsche Bundestag, Textarchiv aus dem Jahre 2017. Seite nicht gefunden. Was heißt das jetzt?
Das heißt, wenn man jetzt als Studierender diesen Text so abgibt und dann also meinetwegen die Quellen noch ein bisschen formatiert, hinten noch ein Quellenverzeichnis macht, können wir vielleicht mal sagen, also bitte erstelle ein Literaturverzeichnis zu deinen Quellen im Essay. So, und also, da kann uns wieder unterstützen, ne, dass das Literaturverzeichnis uns baut. Das kann man dann so übernehmen. Wenn man das jetzt nicht gerade im Text machen, wir sehen jetzt, also ne, 23. Dezember war der Zugriff. Das zitiert er ja in Ordnung, das ist gut. Aber wir haben jetzt gesehen, die Quellen gibt es überhaupt gar nicht. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Wenn ich jetzt also als Student, Studentin oder auch an der Schule jetzt diesen Chatbot einsetze und damit arbeiten möchte, um mir vielleicht die Hausaufgaben zu sparen und mir ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, ist das schwierig. Der Text selber, also wir gucken nochmal, wirkt erstmal in Ordnung. Man kann jetzt auch nicht so einfach entscheiden, ist das jetzt ein Plagiat? Also wie ist das rechtlich eigentlich zu sehen, was er hier gemacht hat? Denn die Quelle gibt es nicht. Das heißt, ich kann nicht überprüfen, was da gemacht worden ist, wo der Text herkommt. Damit ist das schon mal erstmal fragwürdig. Und kann die Anwesenheit von Windenergieanlagen in Waldgebieten auch die Tierwelt stören, indem sie zum Beispiel Flugverkehr von Vögeln und Fledermäusen behindern? Naja, all das ist schon sehr oberflächlich. Auch dieser Satz hier, zudem gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Schäden an Böden und Pflanzen. Ja gut, also ja, ist richtig, aber es bleibt sehr vage. Da müsste man sicherlich dann auch nochmal ihn bitten, die Texte etwas wissenschaftlicher zu formulieren. Das kann man mal versuchen. Wir können das mal versuchen. Das scrollen wir ganz nach unten. Kannst du das Essay in einer wissenschaftlichen Sprache formulieren und weitere Quellen ergänzen. Mal gucken, was er jetzt draus macht. Also, das ist das, was er kann. Er kann jetzt also einen bestehenden Text, den man ihm gibt, den kann er überarbeiten. Das ist sicherlich eine Sache, was lohnenswert ist. Aber ihn völlig frei einen Text schreiben zu lassen und diesen dann zu übernehmen, völlig ungeprüft, ist vollkommen falsch. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht grob fahrlässig, widerspricht auch den wissenschaftlichen Standards, auch das darf man nicht vergessen. Man kann sich sicherlich Unterstützung holen durch diesen Chatbot beim Schreiben, vielleicht bei Formulierungen, wenn man sagt, oh, irgendwie klingt das ein bisschen holprig. Aber da kann man sich sicherlich dann Hilfe holen oder mal einen Vorschlag bekommen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber als Tool, der die Arbeit komplett abnimmt, ist der Chatbot nicht geeignet. Ganz im Gegenteil, er produziert Oberflächetexte, er denkt sich Quellen aus, das ist ganz kritisch zu sehen. Das widerspricht allen wissenschaftlichen Standards. Wenn man das jetzt als Wissenschaftler macht, ob das jetzt als Bachelor-, Master-Student oder Promovierender oder halt auch als Forscher oder Forscherin an der Universität machen würde, ist das schon also sehr, sehr bedenklich, weil man einfach dann auch gegen die wissenschaftlichen Vorgaben der Hochschule verstößt, denn die Hochschulen haben entsprechende Vorgaben. Also das ist kritisch zu sehen, sehr, sehr kritisch zu sehen und rechtlich, ja, sicherlich noch nicht ganz ausdiskutiert. Er ist also sehr fleißig hier. Wir lassen es mal weiterlaufen. Also, wäre kritisch zu sehen und da muss man dann sich die Frage stellen, will man das machen? Also sich die Arbeit erleichtern und dabei sich aber auf sehr, sehr dünnes Eis begeben. Also von daher meine Empfehlung, jetzt in dem Fall diesen Chatbot einzusetzen, wenn man das denn möchte, als Unterstützung bei manchen Formulierungen, aber nicht als Unterstützung
um ganze Texte schreiben zu sollen. Wir sehen, er wiederholt jetzt die ganze Zeit seine drei Quellen, die er sich da ausgedacht hat. Das ist natürlich absoluter Kokolores. Und das ist ganz klar die Grenze dieses Chatbots. Ob er sich da nochmal weiterentwickelt in den nächsten Jahren, wird sich zeigen. Ich denke schon, dass die KI das künftig kann, dass sie dann auch wissenschaftliche Publikationen aus Journalen zitieren kann. Das ist dann natürlich stark, wenn sie in der Lage ist, aus verschiedenen Quellen Informationen bereitzustellen, zusammenzusuchen und die auch korrekt zu zitieren. Was aber ganz schwierig ist, und wir sehen ja, wie viel er jetzt hier schreibt, ist das eine Sache, das geht überhaupt gar nicht. Und auch bei dem ersten Beispiel mit dieser doch echt relativ leichten Rechenaufgabe, die wir ihm gestellt haben, mit der Berechnung des Energieertrags einer Windenergieanlage. Naja, also das sollte einer KI nicht passieren. Das heißt also, man muss das als die Person, die diesen Chatbot jetzt einsetzt, immer kritisch hinterfragen und sollte dort ihn wirklich nur punktuell oder bei kleineren, leichteren Aufgaben als Unterstützung einsetzen, aber niemals als Ersatz für seine eigene Leistung. Das kann er nicht, obwohl er jetzt hier also schreibt und schreibt und schreibt. Also wenn man wollte, könnte man tatsächlich auch sich eine ganze Bachelorarbeit da schreiben lassen. Aber das wäre tatsächlich fahrlässig und könnte im schlimmsten Fall sogar, weil es ein Täuschungsversuch ist, zu einer mangelhaften Note oder sogar zu Exmatrikulation führen. Und das Risiko sollte man nicht eingehen, denn als jemand, der sehr häufig Abschlussarbeiten liest, merkt man irgendwann, dass die Formulierungen immer sehr eintönig gleich sind und nicht so wirklich vorwärts geht. Also, Fazit, der Chatbot ist sicherlich ein sehr interessantes Tool, das haben wir in im ersten Video gesehen. Der kann sicherlich Arbeiten unterstützen. Er kann die wissenschaftliche Leistung nicht ersetzen und er kann auch bei Berechnungen, mathematischer Berechnung, physikalischen Berechnung, kann man nicht sicher sein, dass er dass er richtige Antworten gibt, sondern dass er da falsch rechnet, auch gar nicht weiß, wie er rechnen muss und deswegen man da auf die falsche Fährte gelockt wird und sich da Wissen aneignet, was tatsächlich nicht stimmt. Also von daher, wenn man so die erstes Zwischenfazit ziehen möchte, ja, interessantes Tool, keine Frage, aber an manchen Stellen bedenklich, kritisch zu sehen, und es ist ein unterstützendes Tool, wenn überhaupt, und kein Tool, das die eigene Arbeit ersetzt.